Eine weitere Woche ist fast geschafft. Wir stehen am Tor zum Wochenende. Und Sie haben sich jetzt genau richtig entschieden für Ihre tägliche Dosis Information bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist die Freitagsausgabe von Megional am 25. März 2022. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zwei wichtige Ereignisse stehen uns jetzt am Wochenende bevor, die sich auch bis in unsere Region, ja sogar bis auf jeden Haushalt auswirken. Und dabei handelt es sich weder um die Pandemie noch um den Ukraine-Krieg. Zuerst geht es um eine Umstellung, die jeden von uns zweimal im Jahr trifft. Die einen müssen dabei noch selber tätig werden, andere können sich auf den Automatismus verlassen. Und spätestens jetzt hat es bei den meisten von Ihnen Klick gemacht. Es geht um die Zeitumstellung und der immer wieder einhergehenden Frage, Uhren nach vorn oder Uhren zurückstellen. Hier für Sie eine kleine Hilfestellung. Eine Stunde weniger feiern, eine Stunde weniger schlafen, das klingt ganz nach Zeitumstellung. Von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Doch wie kann man sich das eigentlich merken? Also grundsätzlich wird jedes Jahr am letzten Sonntag im Monat März die Uhr umgestellt. Die Sommerzeit beginnt und folgende Eselsbrücken können vielleicht den ein oder anderen nützlich sein, um ein für alle Mal die Frage zu klären, eine Stunde vor oder doch zurück. Die wohl bekannteste Eselsbrücke ist: Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen. Oder: Im Winter sind die Temperaturen im Minusbereich, im Sommer wieder im Plusbereich. Das allgemeine Schulenglisch kann auch helfen, zum Beispiel Spring Forward and Fall Back, was so viel wie Springe nach vorn und Falle zurück bedeutet. Die beiden Wörter Spring und Fall haben alleinstehend eine andere Bedeutung. Spring steht für Sommer und wer hätte es gedacht, Fall für Herbst. Für Sonne, Strand und Sommerliebhaber geht es immer in Richtung Sommer, also nach vorn. Wer sich eher Zahlen merken kann oder ein Fan der Kombinatorik ist, für den ist die 2332 eine gute Eselsbrücke. Im Frühling wird die Uhrzeit von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt, im Herbst von 3 Uhr auf 2 Uhr. Nachdem Sie nun wissen, dass wir die Uhren von Samstag auf Sonntag vorstellen müssen, spielt die Zeit bei unseren nächsten bewegten Bildern auch wieder eine Rolle. Denn für eine Stunde wird die Welt am Samstagabend fast angehalten, könnte man denken. Denn es wird dunkel. Und das weltweit. Für eine Stunde erlöschen die Strahler, die die großen berühmten Bauten in der Welt in ein schönes Licht setzen, bis hin zu Beleuchtungen von Rathäusern und Kirchen in unserer Region. Andere Orte schalten für eine Stunde die Straßenbeleuchtung aus. Die Earth Hour 2022, zu Deutsch Stunde der Erde, findet morgen Abend von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr unserer Zeit statt. Eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion in Form des Ausschaltens öffentlicher Beleuchtung. Hier einige weitere Informationen dazu. Auch bekannt ist dieser Tag als Stunde der Erde oder ganz einfach unter den zwei Begriffen Licht aus. Es handelt sich dabei um eine Umweltschutzaktion, die das Umweltbewusstsein erhöhen sowie Energiesparen und die Reduzierung von Treibhausgasen symbolisch unterstützen soll. Zahlreiche Bauwerke und Denkmäler wurden dabei für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt. So zum Beispiel auch das Brandenburger Tor und der Kölner Dom. Die erste Earth Hour wurde 2007 in Australien durch den WWF organisiert. Das Ziel war es, die CO2-Emissionen der größten australischen Stadt Sydney innerhalb eines Jahres um 5% zu reduzieren. Angesichts Energiesparen und dem bevorstehenden Ereignis könnte man sich auch die Frage stellen, wie viel Strom verbraucht eigentlich die Welt? Dazu sei gesagt, Strom für die zivile Nutzung gibt es erst seit knapp 130 Jahren und im Vergleich zum jährlichen Stromverbrauch ist diese Zahl eher nichtig. Weltweit werden pro Jahr 16.330 Milliarden Kilowattstunden verbraucht. Diese Zahl würde so aussehen. Mit dieser Strommenge könnte man alle Einwohner im gesamten Erzgebirgskreis rund 21.233 Jahre mit Strom versorgen.
Wenn wir diese Zeit zurückdatieren, dann befinden wir uns in einem nahezu menschenleeren Mitteleuropa, wo Jäger und Sammler sich auf Mammutjagd begeben haben. Sprich, wir befinden uns in der jüngeren Altsteinzeit. Kommen wir aber wieder zurück in die Gegenwart und zum Thema. Morgen kann also jeder, der mag, für eine Stunde das Licht ausmachen, um an der Umweltschutzaktion aktiv daran teilzunehmen. In diesem Jahr startet die Earth Hour 20.30 Uhr und endet 21.30 Uhr. Der Silberstadt Freiberg steht ein ereignisreiches Jahr bevor. Die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr der Stadt Freiberg wurden kürzlich vorgestellt. Und dabei ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Von den großen Event-Highlights, Bergstadtfest, Christmarkt und der Nacht der Wissenschaft sowie Wirtschaft bis hin zum Streetfood-Festival ist für jeden etwas dabei. Neben beliebten Höhepunkten und neuen Formaten in der Altstadt plant die Stadt auch weitere Aktionen im Grünen, wie das Waldbadfest am 4. Juni. In unserer neuen Ausgabe der Sendung Glück auf Kompakt, ab morgen in unserem Programm, gehen wir auf die Veranstaltungshöhepunkt im ersten Halbjahr in Freiberg auch nochmal ein. Und schon sind wir in unserem Serviceblock angekommen, liebe Zuschauer. Das Glück auf TV-Wetter wartet gleich auf Sie. Einen Blick in die Polizeiakten werfen wir auch. Doch vorher habe ich noch eine Information des Verkehrsverbundes Mittelsachsen für Sie. Ab Montag, dem 28. März 2022, geht das Team der Drahtseilbahn Erdmannsdorf-Augustusburg wieder in den Prüfungsmodus über und schließt 2 Wochen. Grund sind die große Wartung und die TÜV-Prüfung, die beide alljährlich im Frühjahr für 14 Tage angesetzt sind. Laut Teamleiter Tino Groß werden in der ersten Woche ein Teil der 252 Rollen ausgetauscht und die komplette Seilbahnsteuerung gewartet. Die beiden Wagen werden frühlingsfit gemacht und die Bremsen geprüft. In der zweiten Woche stehen dann unter anderem die TÜV-Prüfungen an. Am 9. April 2022 um 9 Uhr startet dann die Drahtseilbahn in die neue Saison. Und bei der Polizei ist immer Saison, denn wir blicken jetzt in die Polizeiakten. Olbernhau. Anhänger von Gelände des Bauhofs gestohlen. Es werden Zeugen gesucht. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 17. zum 18. März 2022 unbefugt Zutritt auf das Bauhofgelände der Stadt Olbernhau im Steinbruchweg. In der Folge stahlen die Unbekannten einen Maschinentransportanhänger der Marke Humbauer mit der Aufschrift Wegebau vom Hof. Der Wert des gestohlenen Anhängers beläuft sich auf insgesamt etwa 5.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zudem sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können. Wer hat zwischen dem 17. März 16 Uhr und dem 18. März 8.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bauhofgeländes im Steinbruchweg wahrgenommen? Wer hat gesehen, wie und womit der Anhänger abtransportiert wurde? Wer kann eventuell die Täter oder ein mutmaßliches Tatfahrzeug bzw. Zugfahrzeug oder dessen Kennzeichen beschreiben oder wiedergeben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387 3448 entgegen. Wer heute bereits etwas früher Feierabend machen konnte, hat das schöne, angenehme Frühlingswetter hoffentlich nochmal genutzt. Denn es kommt so langsam eine Wetterumstellung auch auf uns zu. Und diese könnte auch nochmal mit winterlichen Allüren daherkommen. Mehr erfahren wir im Wetter in den nächsten Tagen. Das Wochenende wird aber nochmal entspannt und lohnt sich, draußen die freie Zeit zu verbringen. Heute Abend und in der Nacht erwartet uns wieder ein klarer Himmel, der zum Sternegucken einlädt. In den frühen Morgenstunden kann sich aber hier und da etwas Nebel bilden. Die Nachttemperaturen liegen in Olbernhau-Niederneuschönberg bei 8 bis 3 Grad.
In Marienberg-Dörfel übernachten die Thermometer bei 7 bis 0 Grad. Und in Zschopau am alten MZ-Werk, da lesen wir 8 bis 1 Grad ab. Der Wind wehte leicht aus Süden bis an die 10 Kilometer pro Stunde. Der Samstag startet mit einzelnen Nebelfeldern, die sich rasch verziehen. Und dann können wir uns in der ersten Tageshälfte an viel Sonnenschein erfreuen. Ab den Nachmittagsstunden setzt dann eine leichte Bewölkung ein. Und mit einem bewölkten Himmel geht es dann auch in den Abend und in die Nacht zum Sonntag. Niederschläge brauchen wir aber noch nicht zu fürchten. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. In Halbach an den Fischteichen, da zeigt das Thermometer zwischen 8 und 13 Grad an. In Großrückerswalde am Flugplatz, da erwarten wir Werte zwischen 7 und 11 Grad. Und die Griesbacher, die können sich auf 9 bis 14 Grad einstellen. Der schwache Nordwestwind kommt mit Geschwindigkeiten bis an die 15 Kilometer pro Stunde daher. Und so endet diese Wetterwoche und starten wir in die neue Arbeitswoche. Hier ist unser Ausblick und da beginnen wir mit dem Sonntag. Dieser macht seinem Namen dieses Mal nicht ganz die Ehre. Es ist fast den ganzen Tag bewölkt, aber trocken. Erst am späten Nachmittag und Abend lösen sich die Wolken auf und klar mit vereinzelten Nebelfeldern geht es dann in die Nacht zur neuen Woche. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 7 und 14 Grad. Der Nordwestwind weht leicht zwischen 4 und 12 Kilometer pro Stunde. Die neue Woche startet mit einem überwiegend bewölkten Himmel, wobei die Sonnenanteile noch überwiegen. Mit Niederschlägen brauchen wir ebenfalls noch nicht zu rechnen. Die Temperaturspanne liegt am Montag zwischen 5 Grad am Vormittag und 15 Grad in den Nachmittagsstunden. Der Wind kommt schwach aus westlichen Richtungen zwischen 5 und 15 Kilometer pro Stunde daher. Und in den Tagen darauf nimmt dann der Sonnenanteil etwas ab, die Wolken überwiegen und wir müssen auch mit Niederschlägen rechnen. Dazu dann aber am Montag mehr hier im Glückauf TV Wetterstudio. Liebe Zuschauer, wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Bilder oder kurze Videos aus der Region, die wir als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen können. Mailen Sie uns diese in Ihrer höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Einsender. Und damit sind wir schon fast am Ende von Megional für den Freitag und diese Woche angekommen. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Ich empfehle Ihnen als Alternative einen Blick in unsere Mediathek auf der Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Apropos Sendungen, ich habe jetzt noch Programmtipps für Sie. Ab morgen wartet eine neue Ausgabe unseres Wochenmagazins bei uns im Erzgebirge mit Tobias Körner auf Sie. Literatur und die Woche der offenen Unternehmen sind nur zwei von vielen weiteren Themen. Und in der Sendung Glück auf Kompakt verrate ich Ihnen Freizeittipps für die nächsten Tage. Ich habe unter anderem Empfehlungen aus Seifen und Freiberg für Sie. Am Sonntag, dem 27. März, sehen Sie um 10 Uhr und 18.30 Uhr einen Gottesdienst aus der Evangelischen Kirche in Schönbrunn. Soweit die Programminformationen für das Wochenende und die nächsten Tage. Ich verabschiede mich jetzt für heute und für diese Woche hier aus dem Regionalstudio in Marienberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht sowie ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.